Ja, 5 Minuten noch. Und damit erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich starte heute mal auf dem Tablet und jeden Tag ein Türchen. Aber ihr habt es ja vielleicht im Titel schon gesehen. Ich will so ein kleines Gewinnspiel mit euch machen. Wie das Ganze abläuft, werde ich euch dann erklären. Ich werde auch kurz mal was zur neuen Belagerungsmaschine kundtun und was so ein bisschen meine kleinen Sorgen sind zum Sneak von gestern. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir einen schönen Live-Angriff. Und wir haben schon gewonnen mit dem 28:28 hier. Habe ich überhaupt keinen Leidensdruck mehr, denn wir haben das Ding schon gewonnen. Mit 74,47% sind wir hier schon vorne und haben den Sieg hier schon inne. Ich kann jetzt also ganz locker hier meine Truppen spammen. Ihr seht auch, auf unserer Seite ist ein Dorf frei, da einer von den Gegnern Disconnect hatte. Ist natürlich sehr, sehr schade. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schadenfreude habe, aber egal. Okay, wir gehen hier rein. Ich klicke jetzt auf Action. Und dann mache ich die Base. Die habe ich gestern, glaube ich, schon im Livestream vorgestellt. Also mit gestern meine ich dann immer Mittwoch. Nee, stimmt gar nicht. Montag. Entschuldigt bitte. Montag meine ich natürlich. So, wir lassen hier immer mal wieder ein paar Riesen da laufen. Und ich glaube, den Rest können wir hier jetzt rein spammen. Denn, ach, jetzt habe ich einen Ballon vergessen da außen für den Bombenturm, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, meine Truppen gehen hier trotzdem sehr, sehr gut rein. Einmal den Kollegen hinterher und dann gucken wir mal, dass wir mit der Meute hier durchkommen. Ich muss nur, ach, das war ja, glaube ich, ein Multi hier, ne? Naja, okay, das war scheinbar ein Multi-Inferno und da kommt jetzt die Clanburg raus. Okay, dann heilen wir hier mal eben die Truppen durch. Damit das da nicht ganz so weh tut, machen wir einmal dieses. Und hier können die dann nochmal ein bisschen vielleicht weiterspringen. Ich habe da ein paar Wallis drin. Die muss ich, glaube ich, jetzt nochmal eben stilllegen. Und habe ich noch genug Truppen eigentlich in der Mitte? Oder nehme ich lieber gleich noch außen so ein bisschen was in Wut? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich nehme hier noch einen Wutzauber an der Queen. Die kann ich ja noch zünden. Aber ich habe aber allerdings noch ziemlich viel vor mir, muss ich gerade mal so sagen. Und, da hier unten ist, war der King. Der Queen ist hier oben. Okay. Ah. Okay, sind aber gute und stabile Prozente, glaube ich, gewesen. Habe ich jetzt gerade noch so meine Queen gezündet, wa? Boah. Das war aber alter Falter. Aber komm. Ah jawohl, den Single haben wir noch gepackt. Und, da geht noch ein bisschen was. Hier unten sind noch zwei Hexen. Bola dahinter, King noch davor. Oh, das sieht ganz gut aus hier gegen den Rathaus 12er. Der war jetzt zwar ein Rathaus 12 schräger 1, aber das sieht eigentlich ganz stabil aus. Noch ein bisschen Flächenschaden. Queen ist noch dabei, King ist noch dabei. Beide Helden noch am Start. Und ich hätte fast gesagt, es könnten 3-Sterne-Hype werden. Das sind 31 Sterne dann für uns hier im ersten CK, also im ersten Spiel der Liga. Zeitmäßig 52 Sekunden sieht ganz gut aus. Peace. Oh ja, scheiße, der X-Bogen. Und oh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Verdammte Eierachs. Okay, aber mein King, der muss jetzt nur angehittet werden von meiner Queen. Jawohl, denn die kleinen Skellies hier tanken jetzt für den Dicken hier. Der nimmt sich jetzt die Mauer hier vor, der Gehörnte. Ah, das freut mich. Das freut mich, dass meine Folge mal so anfängt. Kann ich mich mal so richtig hart zurücklehnen. Danke. Danke. Ich wollte gerade sagen, danke an den Clan für die nette Taktik. Aber es war nur Spam, Leute. Es war echt nur Spam. Die baue ich auch mal nach. Die kann man gegen so einen kleinen, ich nenne ihn mal kleinen, gegen einen noch nicht gut ausgebauten 12er ganz gut gebrauchen. So will ich es mal sagen. Ich bin ja auch jetzt nicht der Heilsbringer, was 3 Sterne oder sowas angeht. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gerissen hier. Ein paar Sekunden noch. So eine Liga läuft auch immer ein bisschen komisch aus. Wir lassen das jetzt mal auslaufen. Denn es ist jetzt nicht gleich der nächste Spieltag. Für uns ja. War has ended. Aber wir gucken jetzt mal in den nächsten rein, ob der nächste schon begonnen hat. Manchmal ist das ja nicht so. Manchmal ist das nicht so. Ich bin hier War-Spektator. Oh, haben sie mich doch noch getauscht. Okay. Ich bin War-Spektator, haben sie mich noch getauscht. Ist aber nicht so schlimm. Das war hier Absprache, dass hier die Rathaus 11er durchtauschen, sodass die hier alle ihre, denke ich mal, 8 Sterne maximal machen können. Ich habe jetzt 3 schon gepackt. Das ist natürlich super. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt. Also den hier, den ersten haben wir schon mal gewonnen. Damit müssten wir uns eigentlich auch in der Tabelle kurz mal abgesetzt haben mit 41. Aber gleich auf hier der zweite, ich nehme mal an, ist auch ein arabischer Clan. Wir schauen mal rein. Aus Syrien, ja, also
Die sind uns hart auf den Fersen, haben genauso hoch gewonnen. Spannendes Ding hier, aber Liga halten ist ja das Ziel, nicht Liga gewinnen. Und da sind wir ganz auf einem guten Wege. Einer steigt ja auch nur auf. Also auch hier wird es jetzt schon ziemlich eng. Einer steigt auf, zwei können absteigen. Im Moment sind wir aber ein bisschen eher auf dem Trip, dass wir das Ganze schaffen. Wunderbar. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, auf den Update-Sneak gestern. Der gestern kam mit der neuen Belagerungsmaschine, die Belagerungskaserne. Und so einen ganzen Reim konnte ich mir darauf noch nicht machen. Muss ich sagen, ihr seht das jetzt mal. Ne, da blende ich euch das ein. Das Ding fliegt ja irgendwo runter, so wie so ein Apollo-Ding da auf dem Mond. Ihr wisst schon, diese Kapsel, die da gelandet ist, so sieht das so ein bisschen aus. Und da kommen dann, glaube ich, Standardtruppen raus. Also je höher das Ding gelevelt ist, desto mehr Standardtruppen kommen raus. So wie ich es gesehen habe, ein Päcker und Magier. Und danach kommt die normale Clanburg raus. Das heißt also, sind so ein bisschen geschenkte Truppen. War das so? Ja, kann ich mich dran erinnern. Aber eine ganz andere Sache hat mir so ein bisschen dort nicht so gut gefallen im Sneak, beziehungsweise in den ganzen Sneak-Pictures, die ich so gesehen habe. Vielleicht konnte das bestätigen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber es gibt eine Sache, die stößt mir so ein bisschen. Ja, da habe ich den Stoppknopf gerade wieder ein bisschen zu früh gedrückt. Asche über mein Haupt. Ja, eine Sache stört mich an den ganzen vielen Bildern. Und zwar, dass vor allen Dingen das Rathaus 18 Tage laufen soll. Und wenn das Rathaus 18 Tage läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Defense auch 18 Tage läuft. Ist das jetzt das neue Limit nach hinten? Oder meint ihr, Supercell passt das noch wieder an, dass es wieder 14 Tage werden? Weil 14 Tage ist schon ganz schön lange. 2 Wochen für ein Update eines Gebäudes. Oder des Rathauses, und ich kann mir vorstellen, dass sie es wieder anpassen, alles nach unten brechen, also bis hin zum kleinsten Rathaus, was die Stunden- oder Tageanzahl angeht, der Updates, und wow, ich bin live hier drin. Ja, hier hat der Clankrieg bzw. die Liga gerade so begonnen bei den GSI Warriors, und der Angriff ist jetzt auf uns, okay. So, mal gucken, ob es eine Death wird. Ich guck mal rein beim Kai. Und mal sehen, wie sich der Gegner so schlägt. Es ist jetzt der allererste Champions League Angriff hier vom Gegner auf uns. Überhaupt der erste Angriff hier in der laufenden Champions League jetzt für mich auch. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dieses Mal läuft. Wir sind ja ganz, ganz frisch hier in Champion 3 und haben uns da reingekämpft. Ich will es mal so sagen, mit der zweiten Mannschaft des ersten FC Spätzle mit Soos, denn das sind komplett alle Spätzle-Leute hier, die hier drin sind, aber es sind jetzt nicht die schlechtesten, wir sind ja alle so, wir können alle ein bisschen Clash of Clans, so muss man einfach mal sagen. Okay, Warden Walk vom Gegner hier, mal sehen, ob der bis zum Inferno kommt, der Warden, denn der kriegt schon ganz gut Beschuss. Jetzt geht er nach außen, um die Truppen zu unterstützen. Ich hätte fast gesagt, Gut für uns. Also der wollte sicherlich ein bisschen mehr noch mit dem Warden Walk erreichen. Hat aber vielleicht auch gesehen, dass der ein bisschen nett Beschuss bekommt. Bei der Queen sagt man immer maximal 3 Defense-Gebäude auf der Queen. Dann packt die das. Aber hier beim Warden kann ich das schlecht sagen. Die Loons fliegen jetzt immer schön nach außen. Jetzt ist echt nur die Maschine da in der Mitte. Und nicht mehr so wirklich noch eine andere Truppe. Die Queen ist noch mit dabei. Jetzt gehen allerdings die Packer damit rein und auch die Bowler. Die Loons machen eigentlich nichts. Rathaus ist jetzt weg. Bombe ist schon hochgegangen und echt nicht mehr viel Truppen da. 42%. Aber noch Bats. Aber noch Bats-Bells, also Packer Bobet hier. Und ich bin mal gespannt auf unsere Taktiken, ob wir hier wirklich wieder sagen, lass uns mal safe 2 Sterne holen mit vielen hohen Prozenten. Mit einem Packer-Smash oder so geht das immer sehr, sehr gut. Ich hätte auch fast gesagt, egal, auch fast gegen welche Base, aber mit solchen Angriffen hier geht schon recht geschmeidig Richtung 3 Sterne. Und wir gucken mal, wie weit die Bats hier gehen. Die sind auf jeden Fall nochmal gut auf dem Weg, da hinten am Magierturm jetzt. Der Adler fällt der Adler wohl, oder schaffen die X-Bögen das? Ah, die X-Bögen packen die Bats auf jeden Fall. Und jetzt ist der Adler auf den Päckerdarm. Warum es Damen sind, das kann ich euch gleich erzählen. Aber dies werden keine 3 Sterne mehr. Warum das Päckerdarm sind? Oh, Leute, ich muss ran hier. CWE Blatt eröffnet den Reigen auch auf unserer Seite. Und wenn wir was live haben, Leute, dann seht es mir nach. Halte ich das einfach für euch fest, auch wenn dann so ein Video ein bisschen länger wird. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn euch übrigens die Videos gefallen, dann lasst mir gerne ein Like da.
abonnieren könnt ihr auch. Das kann man immer da machen. Nee, da. Ich sage das immer verkehrt. Immer da machen. Und ihr könnt euch auch die Glocke stellen, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und auch auf Twitch habe ich jetzt gesehen, ist der eine oder andere schon dabei. Ist auch nicht ganz unwichtig, wegen dem Gewinnspiel. Aber da komme ich dann dazu, wenn die hier endlich mal fertig sind. Nein, die können ruhig ganz in Ruhe machen. Ein Stern hat er schon mal. Und hier geht's mit Hox. Mit Hox weiter. Also auch hier wird ganz klar auf 3 Sterne gegangen. Nicht nur auf 2. Obwohl die Hox auch ein guter Garant dafür sind, noch richtig die Prozente hier gegen die defensiven Gebäude zu holen. Und Nummer 9 auf Nummer 1, das heißt ja gar nichts. Ich denke mal, ich glaube, wir sind alle maxed hier. Und das werden die Gegner auch sein. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel 12er oder 11er die dabei haben hier in Champ 3. Das spielt sich auch alles nur im Rathaus 12 Bereich ab, dafür wo die Liga ja auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gemacht wurde. 46%, das ist aber ein bisschen mau im Moment, 47. Ja, er hat aber noch, aber der Adler lebt noch, jetzt muss er sich was einfallen lassen, dass er den Adler noch für die 3% wenigstens überlistet für den zweiten Stern hier, 50%. Schüttel. Gerade so gepackt, gut gemacht. Der Blatt hier, CWE, ich weiß gar nicht, was CWE hieß, aber der kam von irgendwoher. Ist aber jetzt auch schon ewig bei uns oder sehr, sehr lange bei uns. Und hat er hier noch gut rausgeholt, die paar Prozente noch, 56, da der Adler hier stehen geblieben ist. Unangenehmes Dorf, aber erstmal 2 Sterne drauf, wenn auch nicht mit so vielen Prozent. Also nach Prozenten ist der Gegner, glaube ich, jetzt erstmal vor. Nach Sternen nicht, denn 2 Angriffe haben die Kollegen jetzt ja doch schon gemacht. Auf Felix 2 und hier unten auf den Kai 2. Ich will mich ein bisschen vorbereiten, bereite ich mich jetzt erst vor. Ja, ich erzähle euch das, was ich eigentlich vorhabe am Ende. Und ich würde euch nämlich ganz, ganz gerne beschenken zum Nikolaustag, also am Freitag, streame ich live auf, ja, wo auch auf Twitch TV, nicht auf YouTube. Das streame ich dann am Samstag eher wieder. Und dort könnt ihr etwas gewinnen zum Nikolaus. Eigentlich stellt man ja seinen Stiefel raus und lässt sich überraschen, was denn da reinkommt. Das ist bei mir anders. Ich zeige euch gleich euren Nikolaus-Schuh, quasi den Inhalt. Und hatte ich mir so überlegt, der ein oder andere weiß sowieso schon Bescheid. Denn ich hatte das schon in den Streams angesprochen, dass ich das ganz gerne verlosen würde, weil ich habe eine Sache, ich will jetzt nicht sagen, ich kann sie nicht gebrauchen. Es wäre schön, wenn ich sie gebrauchen könnte. Also ich würde mich freuen, wenn ich sowas auch hätte. Allerdings bin ich ein bisschen groß. So, ich habe mal einen Gegner gefunden, der mal ein paar Prozente für mich hat und auch ein bisschen Loot, obwohl ich Loot nicht wirklich brauche. Aber ein bisschen kann man immer gebrauchen. Ein bisschen kann man immer gebrauchen und Wir starten mal hier. Ich habe nur 4. Okay, ich habe nur 4 Heiler. Ich habe nur 4 Heiler und auch meinen Loon mal wieder vorweg vergessen. Aber tut nicht weh. Ich muss die Queen jetzt erst ein bisschen laufen lassen, bevor ich die anderen Truppen setze. Ich habe jetzt. Ich habe keine Golems dabei. Ich habe nur Eis-Golems dabei. 2 Sprung. Okay, 2 Sprung. Aber ich glaube, die Queen geht so ein bisschen in. Ja, ich muss sie jetzt erst laufen lassen. In welche Richtung sie denn tatsächlich jetzt abdriftet. Aber ich glaube, okay, Richtung ist jetzt klar. Dann machen wir das mal so. Und einmal so. Ein paar Bowler hier. Und noch einen Eisigen dort. Und 2 Loons hier vorweg. 2 Päcker. Dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, wo die auch gleich springen können. Die Kollegen hier, den King da mit rein. Ich darf meine Queen nicht vergessen. Und der Warden ist auch auf Boden, okay. Mal sehen, ob die sich da jetzt durchfressen hier. Das ist meine Sprungzauber. Ah, da könnte ich jetzt einpostieren. Der geht schon mal Richtung Rathaus. Jawohl, das ist aber auch keine volle Ausbaustufe des Rathauses hier. Also ist hier noch eine ganze Menge auf. Hier könnt ihr noch zum Inferno springen, Mädels. Mädels, darum, ich werde euch das gleich erklären. Die Folge wird ultra lang. Ich hoffe, das stört euch jetzt wirklich nicht, dass die noch ein bisschen länger geht. Und sieht aber ganz gut aus hier. Ich nehme mal den Dicken hier einmal mit rein in die Zündung hier. Denn dann habe ich ein bisschen mehr Truppen auf dem Feld. Einmal dort noch und hier noch ein bisschen was getan. Da ist der Inferno geht nicht down. Der Inferno geht hier nicht down. Und allerdings kommen jetzt meine Loons. Die Knabberskelette habe ich jetzt weggemacht. Packen die Loons das noch bis zum X-Bogen da. Dann packen die das womöglich auch noch bis zum Inferno. Den wollen wir jetzt gleich mal frosten. Den nehmen wir mal jetzt in Frost hier.
So, da ist nämlich der Eisgolem jetzt, glaube ich, gerade im Fokus des Infernos. Jawohl, da ist er weg. Und jetzt geht die Kanone auch noch weg. Also auch hier mal beim Farm so 100%. Ganz, ganz selten. Schnell einen Screenshot machen und auf Instagram verfolgen. Beziehungsweise auf Instagram hochladen. Toto macht mal 3 Sterne. Im Farmangriff hier. Mit irgendwelchen Truppen. Naja. 99, 30 Sekunden müsste eigentlich reichen. Und prozentual sieht das auch ganz gut aus. Aber ich habe das Spiel schon fertig für den Pass. Dass man hier viele, viele Prozente macht. Aber das waren auch viele, viele Prozente. Okay. Den passt das so. Und jetzt komme ich aber zum Wesentlichen. Also ich habe mit euch vor, ein kleines Gewinnspiel zu spielen. Auf meinen Twitch-Kanal. Und zwar, worum geht es eigentlich? Es geht um einen Teil. Ich habe das hier hinten schon hängen. Wartet mal. Ich muss mich mal so umdrehen. Und zwar ist das hier so ein, ist das so ein Hoodie. Ich habe hier so einen schwarzen Hoodie für euch. Also der ist in Größe L. Der sieht bei mir aus wie so eine Bratwurst, also oder wie so eine Wurst in Pelle am Körper. Deswegen, der ist ungetragen. Also so einmal habe ich ihn wenigstens angehabt, um hier die Lache auf meiner Seite zu haben. Aber der ist für euch hier. Versand geht natürlich auch auf meinen Nacken. Und ihr seht das hier auf der vorderen Seite hat das Ding hier so ein Logo, das Clash of Clans Logo. Und hinten, ich mache mal die Kapuze hier hoch, ist so ein riesengroßes Bild. Ich zeige das jetzt mal nur. So sieht das aus. So sieht das aus hier. Also ein riesiges Schiff mit den ganzen Clash of Clans Truppen in Schwarz. Und den gibt es für euch am Nikolaustag bei mir auf dem Twitch-Kanal zu gewinnen. Das heißt, im Livestream irgendwann werde ich den Gewinn raushauen, beziehungsweise ab dann kann man an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ihr müsst also nichts anderes sein, als einfach nur da zu sein. Ich glaube, ich kann nur ab Follower einstellen, aber ihr müsst jetzt kein Instagram folgen, kein Facebook folgen, nicht das Video liken oder was auch immer, sondern einfach in dem Livestream dabei sein. Wenn ihr das Ding haben wollt, dann sei es euer Weihnachts- bzw. euer nicht Weihnachtsgeschenk, sondern euer Nikolausgeschenk und ihr könnt das Ding gewinnen, also Größe L, oder wenn ihr vielleicht euren Kindern eine Freude machen wollt oder so, hier möchte es keiner tragen, mir ist es leider ein bisschen zu eng. Was willst du machen? Aber so läuft das Ganze. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann am Freitag, also aber auch heute, im Livestream sehen. Und dementsprechend hauen wir das Ding dann raus. Das läuft dann so über 2-3 Stunden. Je nachdem, Freitag streame ich meistens gerne ein bisschen länger. Denn dann ist ja meistens Wochenende danach. Und da können wir mal ein bisschen mehr Clash of Clans machen. Aber nochmal zurück zur Belagerungsmaschine hier, zur neuen. Ich habe jetzt auch mal eben einmal geguckt, auch im deutschen Client, glaube ich, gibt es die New schon. Ich gucke erst immer im Englischen, aber hier gab es das auch schon. Es kam vom Himmel und so richtig kann ich mir noch keinen Reim draus machen, wofür man das gebrauchen kann. Der eine oder andere hat ja jetzt schon ein paar Taktiken gezeigt mit dem Ding, wie man was damit machen kann. Aber ihr seht das, so ein bisschen mondlandungsmäßig ist das ja schon. Und die Kiste rockt. Die Kiste rockt, also irgendwo kannst du das Ding freisetzen. Freigeschaltet wird es natürlich mit Rathaus 13. Auch da komme ich in den nächsten Tagen mal wieder auf so ein paar Fragen auf euch zu. Und während die Belagerungsmaschine immer noch die Klamburg-Truppen transportiert, es sind noch Klamburg-Truppen zusätzlich drin, aber es ist, so wie ich das gesehen habe, Cho-Cho-Cho, ein Päcker und ein Clown-Auto an Magiern. Clown-Auto an Magiern beladen. Heißt das wirklich so? Okay. Also nachdem die Belagerungskanone auf das wird die Päcker, also auch da heißt es wieder, die Päcker ist eine Dame, als erstes eingesetzt, um den Weg frei zu machen. Und ihr könnt sie natürlich, steht ja ganz am Ende, könnt ihr selber alles mal ein bisschen nachlesen. Ich habe es jetzt heute auch erst entdeckt. Ich habe natürlich die Videos gesehen, aber jetzt den Text dazu noch nicht. Ihr könnt das ganze Ding natürlich auch kaputt machen. Für welche Taktiken das am Ende gut ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht zum Funneln, vielleicht tatsächlich irgendwo noch schon in einen freien Bereich vorstoßen oder so. Das werden wir sicherlich sehen, aber ist schon mal eine coole Sache. Also eine Belagerungsmaschine mehr, ein Tweak mehr und ja, sieht in jedem Fall ganz gut aus. Es kam vom Himmel, also die nächsten Türchen gehen in jedem Fall die nächsten Tage auf. Das ist eigentlich im Runde gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch ganz gut gefallen. Es ist ja ziemlich lange geworden für Mittwoch. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Dafür war jetzt die Gewinnspielerklärung mit drin. Ist ganz einfach. Kommt auf Twitch am Freitag, nehmt am Gewinnspiel teil und gewinnt den Hoodie. Also es ist so ein Reißverschluss-Hoodie. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt im Neudeutsch. Da habt ihr bisher sicherlich die besseren Begriffe. Und ich würde sagen, Clash on, euer Toto. Clash on.